Alles voll. Ich brauche meinen Kaffee. Ich will laden. Ich will föhnen. Wir haben doch immer Strom. Dank der mobilen Stromversorgung von WCS. Hallo liebe Camper. Ich habe jetzt hier mal, ich war sehr, sehr neugierig. Ich habe hier zwei Module. Das ist jetzt ein Schindelmodul mit 110 Watt, 19 Volt, Strom 5,77 und bla bla bla. Aber die 110 Watt, die haben mich jetzt gerade interessiert. Dieses Modul ist länger, aber dafür schmaler, hat 100 Watt. Ja, das hat 100 Watt. Wir können auch hier noch mal schauen. So. So, schau mal, was man messt. Guck mal hier. Da sind 6. Ja, sieht man im Film 6 oder 700 Module gekommen? Ganz viele. Ganz viele. So, ich wollte jetzt mal was gucken. Also sagen Sie wieder, das ist ein spezielles Modul. Ihr wisst doch, wie die alle sind. So, gleiche Modul. Genau, gleiche Modul. Haben wir halt zigfach, ne? Kein Einzelmodul, zigfach. Wird immer schon geliefert mit Kabel. Da ich hier so eine hohe Spannung habe, brauche ich nicht so ein dickes Kabel, lange nicht. Man sieht es ja hier, hoppsala. Guck mal, was das für ein fettes Kabel ist. Guck dir mal, das ist ein richtig schweres Kabel, ne? Ich lasse die Module immer liefern mit dem Fertig, Kabel. Ich habe hier vorkonfektioniert. Ich habe hier noch ein Modul, den habe ich jetzt mal besorgt. Ja, die müsstest du verlängern oder abschneiden, also verlängern. Dann musst oder du einen riesen Kabelkanal auf dem Dach und Stecker zusammenstecken, Verteiler reinstecken. Das muss jeder selber wissen. Ich habe das mal besorgt, das ist sehr leicht, wiegt 3,5 Kilo. Dieses Modul wiegt 6 Kilo. Ja, das wiegt 3,5. Jetzt hat hier einer eine gute Idee gehabt, der hat hier einen Rahmen gemacht. Was bei Flexi natürlich, ich weiß nicht, was mit dem Modul ist, ist nagelneu, aber kannst du schon nicht mehr verkaufen. Guck mal, Überschnitte, ich weiß nicht. Papier ist so ausgepackt worden. Gut, darum geht es auch nicht. Aber der Rahmen, top Idee, muss man einfach so sagen. Aber bleibt ein Flexi. Es ist keine Revolution. Es bleibt ein ganz normales Flexi. Diese ETEF-Folie, das ist ja auch so eine Sache für sich mit den Zellbrüchen und dehnt sich zusammen. Das ist natürlich. Ja, man hat hier bei dem Modul auch mal hingegangen, finde ich. Dehnung, man hat das hier quasi mit Kleber reingeklebt, hier über richtig schön mit Kleber verklebt. Da hat sich an sich das Modul da gar nicht mehr so richtig ausdehnen kann. Aber es muss sich an sich ausdehnen können, weil ja an sich die Bewegung aufgenommen werden muss. Richtig? Ja, das ist, da hat jeder so seine eigene Philosophie. Aber es ist jetzt so, hier um das Modul geht es ja auch gar nicht. Ich habe mir das nur mal besorgt. Die 3 Kilo, das Gewicht ist schon Hammer. Da muss man einfach so sagen. Aber es bleibt ein normales Flexi. Normales Flexi, nur der hat jetzt einen Rahmen drum. Da kann man die Wärme besser abführen. Jetzt ist natürlich die Frage, klebe ich das so auf dem Auto? Oder nehme ich dann trotzdem noch 2? Spoiler. Ja, aber dann habe ich keine Vorteile mehr. Dann habe ich nur noch einen Gewichtsvorteil mehr. Aber mit dem Rahmen ist eigentlich eine gute Idee. Aber Flexi und ETEF-Folie, das ist so eine schwere Baustelle. Ja, guck mal, ich habe das jetzt mal gemeint. Wollt ihr das jetzt mal wissen? Das Modul hat 100 Watt, das Modul 110. Hat 10 Watt. Hier, nochmal zum Zeigen, haben wir auch nicht getauscht. 110. Und hier unser. Das hat 100. 100 Watt Modul. Jetzt habe ich mir das mal angeguckt. Wie? Ja, guck mal, da habe ich da an dem Kabel gezogen, schon der Stecker rausgegangen. Wie verhält sich das jetzt? Ging nicht schnell genug. Ja, ging schnell genug. Wie verhält sich das mit der Spannung? Ja, Philipp, guck mal, ich bin auf unserem Modul. 44,6 Volt und wir haben ja nicht schwarzen Himmel, sondern ganz bedeckten Himmel und generieren dadurch schon einen Ladestrom von 1,6, 1,7 Ampere. So, der Götz hat hier auf der Seite. Schaffe ich nicht. Ich habe nur 17 Volt. Guck mal hier, Philipp, ich habe 1,7 Ampere. Götz hat nur 1,55 Ampere. Mit einem Modul, was 10 Watt mehr Leistung hat, aber halt ganz geringe Spannung. Dadurch kommt die hohe Spannung
Das ist der Vorteil bei diesem Modul. 17 Volt? Zu 43 Volt. 43 Volt. Ne? 1,6 und Ampere Ladestrom zu 1,4 und Ladestrom. Ne? Die Module liegen nebeneinander, die Handys nebeneinander. Aber das Modul hat 10 Watt weniger. Genau, habe ich ja gerade schon gesagt. Mit 10 Watt weniger Leistung macht das Modul trotzdem noch gute 200 mA mehr Ladestrom. So, das nächste muss man bedenken, dadurch, dass das Modul die hohe Strom, den hohen, hohe Spannung hat, lädt das Modul natürlich auch morgens 2 Stunden eher, abends 2 Stunden länger, weil ich einfach durch die hohe Spannung kann das Modul viel eher anfangen zu arbeiten. Wenn das jetzt noch etwas dunkler ist, ich habe jetzt 16 Volt, du hast 44 Volt. Ja? Also muss ich eigentlich diese Anlage normalerweise in Reihe schalten, dann habe ich Vorteile. Aber auf dem Auto ist das so eine Sache, die Module liegen so, der Kunde will 3, eins da, eins da, eins da. Sat-Anlage ausgefahren, ist das ein Problem. Hier brauchst du nichts in Reihe schalten. Könntest aber Nachteile wiederum haben mit der Teilabschaltung, weil du so eine hohe Spannung hast. Ich habe jetzt 1,4 Ampere. Ich habe 1,67, 1,72 Ampere. 1,75, 1,8. Na guck mal, ich bin bei 1,7 Ampere und Götz ist bei 1,5 und Ampere. 1,75. Und mich schon mal 1,85. Ja. 2,19, 2,04. Ja, das ist, da habe ich 16 Volt, der Strom 1,8. Da ist klar, durch die hohe Spannung 0,75. Aber 40 Volt unter Last, das ist immer ganz genau, was möchte ich. Und der Riesenvorteil, dass ich, wie gesagt, morgens 2 Stunden eher lade, abends 2 Stunden länger lade, weil ich ja mit viel, viel weniger Licht eine viel höhere Spannung vom Grund her habe vom Modul und dadurch schon viel eher meinen Ladestrom generieren kann. Ne? Ja, man hat gerade mal gesehen, die hohe Spannung, wie ist die Zelle verschaltet, kann natürlich wieder auf die Teilverschattung gehen, aber wenn du wirklich so 45 Volt unter Last hast, ja, hier habe ich mich gestern ein bisschen geärgert, da haben sie mein Logo zu schräg gemacht, gut, kann passieren. Jetzt sind als nächstes kommen die 130 Watt Module mit 60 Volt und danach kommen 600 SunPower Zellen, auch mit einer etwas höheren Spannung. Ja, das ist natürlich immer, was will ich? Aber man hat gesehen, dass dieses Modul mit der hohen Spannung, gut, ich brauche keine Reihenschaltung machen. Ne? Das hat natürlich Vorteile. 1, 2, 3 Module drauf, die mache ich parallel. Wenn eins verschattet ist, gut, hast du noch 2. Aber bei dem anderen hast du auch noch mehr Scheiße. Das eine ist verschattet, dann hast du gar keinen. Das ist mit den Solarmodulen und auch auf dem Auto. Gehen wir mal davon aus, der eine hat 4 Module drauf, der macht von mir aus 20 Ampere. Sein Kollege, der daneben steht, der macht nur 16 Ampere. So, was ist denn jetzt? Ja, da ist ein Baum vor oder hey, fahr doch mal deine Schüssel rein. Das ist alles relativ vom Wohnmobil. Und da reden wir über Nuancen. Ne? Bei der hohen Spannung, ja, da haben wir gesehen, da ist natürlich auch, da ist doch schon ein größerer Unterschied. Ja? Kann ich aber mit jeder anderen Anlage auch machen. Ne? Da kann ich natürlich 2 Platten in Reihe, ich kann 3 Platten in Reihe. Aber da muss ich aufpassen. Da muss ich aufpassen, wie ich das ganz genau verschalte. Das ist alles nicht so einfach mit den Modulen. Ne, da hatte mich nur interessiert, weil die sind vorgestern sind die gekommen. Und da hat mich das mal, ich hatte noch eins von diesem 110 Watt Schindelmodul her, hier. Das hat aber nur 100 und ist haushoch. In dem Sinne, der Sieger macht um einiges mehr Leistung wie das andere Modul mit 100 Watt. Und da kommt es immer drauf an, wie verschalte ich das. Ne? Da gibt's, manche haben die Dose hier, manche haben die Dose da, manche haben sie am Kopf. Aber ich muss doch sagen, dass das schon ein gigantischer Unterschied ist. Ne? Wenn ich hier 40, was hatte der Flo? 45, 44 Volt zu 17 Volt. Da ist schon ein Riesenunterschied. Also sollte ich diese Platten in Reihe schalten. Geht auch, wenn man beide nebeneinander legt. Nochmal. Aber wenn das nicht geht, eine liegt da, eine Platte und eine liegt hier. Große Scheiße. Ne? So, hier haben wir auch unsere kurzen Halter. So,
So, dann fragen, morgen kommt Fragen, warum ist das so schmal? Ha, ganz einfach. Ich habe das jetzt so gewählt, das passt jetzt genau auf dem Kastenwagen, rechts und links neben dem Fenster. Passt das Modul haargenau. Und da wir sehr, sehr viel Kastenwagen machen, habe ich jetzt, wie gesagt, wir hatten ja gerade 700 Module gekriegt von den Großen hier. Dann sind jetzt, glaube ich, 600 Module gekommen von diesen Modulen. Hiernach kommen jetzt die 10 Paletten, die zeigst du morgen mal im Video, da haben wir alles da reingestopft. Dann kommen jetzt 10 Paletten von diesen 60 Volt Modulen. Und danach habe ich heute, hat er mir schon geschickt, eine Fotos und Mail. Danach kommen 600 oder 500 Sun Power Module. So also haben wir dann im Programm, haben wir dann 3 Module, wo der Kunde sagen kann, ich möchte das oder ich möchte das, weil dann brauche ich keine Fragen aus dem Weg gehen. Ja, so kann jeder sein Modul, was er wirklich gerne hätte, nehmen. Ja, und das ist jetzt schön hier. Er hat Power, ne? Also das Ding da, das hat schon Gas, ne? Also 43 Volt. In Fachkreisen, viele nennen das Hochvoltmodul. Ist auch, muss jeder wissen, wie er nennt. Ich nenne es Modul mit hoher Spannung. Fertig, aus. Und sehr, sehr schickes Modul. Wirklich schickes Modul. Und passt wunderschön auf dem Kastenwagen rechts und links. Da gibt es ja auch noch unsere Small. Aber die sind ja so schmal. Würde auch passen, aber die sind dann so ein Stück länger. Aber dann kommt wieder auf dem Kastenwagen die Hutze. Passt wieder nicht. Also, das habe ich mir genau ausgetüftelt. Und die Maße habe ich der Firma vorgegeben. Und so haben sie es gebaut. Ja, hier ist auch noch eine Baustelle. Ich habe im Augenblick wenig Zeit. Ich muss mich auch noch hier um die Rapids kümmern. Ja, die haben jetzt alle Füßchen gekriegt. Ah, war immer die Diskussion. Die haben jetzt alle ihre Füßchen. Ja, die muss ich noch alle programmieren. Die sind jetzt alle blöd, die wissen nichts. Und ja, ich habe schon 70, 80 habe ich fertig. Und da waren, glaube ich, 120 oder 130. Jetzt muss ich die heute noch machen. Ja, dann habe ich alles fertig. Ne? Und diese Woche wird nicht mehr viel hier laufen. Darum jetzt hier mit einer Pappe mal abdecken. Ich mache da mal, wenn ich aus dem Urlaub komme, mache ich da mal einen längeren Test von. Aber morgen ist Donnerstag und Freitag haben wir unsere letzte. Und da mache ich das mal, wenn ich wieder aus dem Urlaub komme. Da habe ich noch so viele andere Projekte, wo ich mich überall noch drum kümmern muss. Hier zum Beispiel Kundenwunsch, also kam von mir, weil es mir nicht gefallen hat. Ja, die habe ich gestern abgeholt. Die Klimaanlage schwarz. Das sind alles so Sonderprojekte, die ich hier mache. Und das und kommst du mal und kannst du mal und tust du mal. Jetzt muss ich die ganzen Dinger hier heute noch fertig machen. Ja, liebe Camper, so sieht's aus. Wie gesagt, dieses 50-Volt-Modul ist schon brutal. Ist schon echt, da habt ihr ja gerade gesehen. Ne? Und das eine hat 10 Watt mehr. Wir müssen diese 10 Watt noch dazu rechnen. Ne? Und wir waren immer 2, 3, 400 mA mehr. Da bist du weit über ein halbes Ampere weit vorne. Aber wie gesagt, wie verschalte ich das? Was für eine Teilabschattung muss ich haben? Wo liegt das Modul? Und ach, bla bla bla. Spitzenmodul, Daumen hoch. Dann brauchst du gar keinen MPPT-Regler. Brauchst du nicht. Weil da kann er nichts mit anfangen. Weil der MPPT-Regler braucht die Hochspannung. Sonst du kannst auch einen PWM-Regler nehmen. Kommt auf das Gleiche hinaus. Du hast vielleicht noch Vorteile. Viel, viel kleiner als Standby, Strom und. Aber für 19 Volt brauchst du, macht der MPPT-Regler gar nichts. Null. Macht er nichts. Darum ist es wichtig, da, wenn du dem richtig Schmack ist, gibt 50, 60 Volt, dann kann der richtig rödeln und arbeiten. Ja? Das so mal am Rande dabei. Hier bin ich natürlich jetzt echt von überrascht. 110 Watt zu 100 und liegt noch weit drüber. Ja, das hat natürlich mit der Umspannung riesen Vorteile. Aber diese Einschaltung hat auch wieder Nachteile. Ja, also auch hier die Teilverschaltung. Aber hier brauchst du keine Reinschaltung machen. Kannst du so nebeneinander legen. 2, 3, 4, was weiß ich. Wenn das Modul verschaltet ist, dann ist es so. Laufen die anderen Module weiter. Wie gesagt, da sollte man darauf achten, dass man richtig Wumms hat. Ne? Ich habe eigentlich immer bei unseren Modulen darauf geachtet, seit Jahren schon. Aber das ist jetzt eine ganz, ganz andere Liga hier. Sehr, sehr schickes Modul. Sehr schön verarbeitet. 6 Kilo, 6,1 Kilo ist ja nichts, ist ein Leichtgewicht. Ne?
dafür brauche ich mir schon kein Flexi mehr kaufen. Ich habe ja die Erfahrung selbst gemacht und habe das ja alles durch. Das ist natürlich ist schon gigantisch. Ne? Ein Modul 6 Kilo, 100 Watt. Die nächsten, die sind 130 Watt, die haben 60 Volt. Und ja, dann schauen wir uns das mal an, wie das läuft. Das wird schon hervorragend laufen. Ne? Und wie gesagt, jetzt kommen noch die 60 Volt Module, danach kommen die SunPower Zellen, kommen auch noch. Und dann sind wir so bestückt, dann ist das Lager bis unter der Decke voll, was jetzt schon voll ist. Aber es gehen ja auch palettenweise raus. Ne? Ich war heute Morgen im Versand, da steht ja jede Menge Paletten, die alle rausgehen. Ja, keine Kabel anlöten, keine Steckerkrempe, nichts, nur zack, Kabel im Kanal, ab in die Dose, fertig. Ist mir immer ganz wichtig, hat keiner was mit zu tun, ist alles schon fix und fertig. Das ist für den Einbauer riesen Vorteil. So sieht's aus, liebe Camper.